Hallo ihr Lieben, das ist die Steffi und ich bin die Aileen. Und wir möchten euch heute erklären, anhand eines Märchens, wieso ihr denn eigentlich jedes Jahr in die Bank kommt, eure Spardose abgebt und ein Geschenk von uns erhaltet. Es war einmal vor 100 Jahren ein König mit seiner Königin, die ein wunderschönes kleines Mädchen bekam. Mit den Jahren wuchs dieses Mädchen zu einer jungen, anmutigen Frau heran. Doch das Mädchen wusste um ihre Schönheit und begann eitel zu werden. Sie nahm die Ersparnisse des Königreichs, verlangte Abgaben ihrer Untertanen, um sich beim Schneider des Königreiches immer neuere und schönere Kleider zu kaufen. Ihre Eltern liebten ihre Tochter jedoch so, dass sie sie nicht traurig machen wollten und erlaubten ihr, diese Kleider zu kaufen. Das Königreich, in dem sie lebten, wurde immer ärmer, die Bürger litten unter dem Hunger und keiner wollte mehr etwas mit der Prinzessin zu tun haben, da diese ja für ihr Elend verantwortlich war. Doch dies war der Prinzessin egal, denn sie hatte ja ihre wunderschönen Kleider und selbst reichlich zu essen. In seiner Verzweiflung wusste der König nicht mehr, was er tun sollte und wandte sich an die Könige der Nachbarländer. Er bat sie um ihren Rat. Ein sehr weiser König erklärte ihm, er werde seine Tochter, die Prinzessin, nicht traurig machen, wenn sie nicht immer sofort bekommt, was sie möchte, sondern er würde sie damit zu einer guten Herrscherin erziehen und sie würde glücklicher werden als jemals zuvor. Dem König kam eine Idee. Er ging zur Prinzessin und erklärte seiner Tochter, er habe einen Schneider gefunden, der die allerschönsten Kleider nähen könnte. Jedoch könne er diese nur einmal im Jahr nähen. Vorausgesetzt, sie spare ihr Geld bis zu diesem Tage. Und so kam es, dass die Prinzessin nunmehr kein Geld ausgab und sich keine neuen Kleider holte, um einmal im Jahr für ihr Durchhaltevermögen und das angesparte Geld belohnt zu werden. Diese Kunde verbreitete sich in allen Königslanden und überall fingen die kleinen Prinzen und Prinzessinnen an, ihr Geld zu sparen, um einmal im Jahr dafür ihr Geschenk zu erhalten. So lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.